leider einen blinden Hund zu der ganzen Schönheit. Bitte. Spielen wir das Blatterl. Nicht einmal ein bisschen Musik kann man in dem Haus lauschen. Was? Wo wäre denn da? Genau wie das letzte Mal. Das Schicksal hat sich gegen mich verschworen, in Gestalt von diesem boshaften Licht. Ich steig ein, drück nichts. Ich drück noch einmal, fühle schon, wie mein Puls schneller schlägt, Puff macht und ist tot. Ich meine, Licht. Obwohl es mich nicht wundern würde, bin auch ich bei dieser Aufregung, aber zum Glück habe ich ja meine Melissentropfen bei mir. Hab ich sie bei mir? Ja, ich hab sie bei mir. Trotzdem hoffe ich, dass die Hilda mich mit ihrer ruhigen Art beruhigen wird. Nein, das wird sie nicht. Oh, das wird sie schon. Das hat sie ja schon immer getan. Schon in unserer Schulzeit. Erinnern Sie sich nicht an unser Klassentreffen? Ja, ja, ja. Da haben wir zwar uns doch kennengelernt. Ja. Obwohl sie mir damals größer vorgekommen sind. Ja, das Kleid, das sie tragen, drückt ein bisschen auf die Figur. Sagen Sie, wollen Sie sich nicht einen Schal umhängen? Oder wenigstens eine Decke? Sie müssen sich ja den Tod holen in diesen Fähnchen. Wenn nicht gar eine Lungenentzündung. Apropos Lungenentzündung, bitte führen Sie mich hinein. Wenn ich noch lange in diesem Zug stehe, bin ich dahin. Meine gute Hilla wird sich freuen, dich zu sehen. Sie hat mir doch erzählt, dass Sie jeden Samstag Besuchstag haben. Oh, da war ich gerade in der Gegend und habe mir gedacht, gehst herauf und sagst Grüß Gott. Ja, bitte, Knefrau, da müssen Sie aber ein Stückchen weitergehen, weil wenn Sie der Knefrau Grüß Gott sagen wollen, die ist in Brasilien. In Brasilien? Ja. Ja, das schaffe ich heute nicht Nein, mehr. Das glaube ich auch eher nicht. Und sonst ist auch niemand da, nur ich bin allein da und ich muss auch gleich weg. Ich bin auch nur halber da, weil ich gehe in die Oper. Was sind Sie? Oper? Ja. Dort arbeiten Sie auch? Na, das muss ja sehr anstrengend sein. So ein großes Haus putzen und wischen. Nein, ich gehe nicht putzen und wischen in die Oper, wissen Sie? Und was Sie da an der Musik hören, das ist die Oper, die ich heute Abend hören werde, die Entführung aus dem Serré. Ja, die hat mir nämlich mein Bekannter geschenkt, damit ich mich ein bisschen einstimmen kann. Einstimmen? Singen Sie mit? Nein, ich singe nicht mit, ich gehe auch nicht putzen, ich gehe so in die Oper. Merkwürdig. Aber was mache ich jetzt? Ich kann doch nicht diese ganzen Stufen wieder hinunterwanken. Ach bitte, führen Sie mich doch hinein, ja? Dass ich mich ein bisschen niedersetzen kann. Häng mal da den Mantel auf. Ja, bitte jederzeit gerne, aber ich habe halt wirklich gar keine Zeit. Ich auch nicht, aber ein paar Minuten kann ich mich Ihnen schon widmen. Bitte. Da ist es? Ja, ja da, ja. Bitte Sie, stellen Sie diese Vibration ab. Ich fühle schon meine Migräne näher kommen. Danke. Danke. Meine Ohren zittern noch nach. Sehen Sie das? Nein, nicht direkt. Naja, dazu braucht man auch einen medizinischen Blick. Sie, da kann ich Ihnen einen Arzt empfehlen, der macht alles mit Augendiagnostik. Der sieht Sie zum Beispiel an und sagt Ihnen, dass Sie Gelbsucht haben. Ich habe aber zum Beispiel keine. Anna? Naja, das wird wohl an dem Kleid liegen, das so einen fahlen Schimmer auf Ihr Gesicht wirft.
macht denn die Hilla in Brasilien? Es handelt sich um eine Erbschaftsangelegenheit. Eine Verwandte dort ist gestorben. Das ist ja schrecklich. Aber es wundert mich nicht. Ich habe erst neulich gelesen, dass die Säuglingssterblichkeit in Brasilien enorm sein soll. Bitte, die liebe Tote war schon ziemlich alt. Ja, das liegt an dem Klima. Die Leute altern dort rabid. Die arme Hilla. Wenn sie zurückkommt, wird sie keiner wiedererkennen. Sagen Sie, ja. Könnte ich nicht etwas zu trinken haben, dass ich wieder zu Kräften komme und weggehen kann? Ich gebe Ihnen schnell einen Schluck Mineralwasser, ja? Was Stärkeres haben Sie nicht? Vielleicht einen Cognac. Ein Cognac? Mhm. Aber soweit ich mich an Sie erinnern kann, Knifra, waren Sie doch eine strikte Absenzlerin, oder? Das ist schon eine Weile her. So. Inzwischen habe ich den medizinischen Wert des Alkohols kennengelernt. Bitte schön, hier ist der Cognac. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? In dem Kleid geht's wohl nicht. Ist ein bisschen eng, ne? Dem Kleid geht's sehr gut, das ist überhaupt nicht eng. Aha. Und Sie trinken nichts? Wissen Sie, ich mache mir nichts aus starke Sachen. Höchstens einmal so Viertelheiriken ab und zu. Prost. Prost. Da gehen Sie wohl mit Ihren Bekannten zum Heurigen, hm? Ja, manchmal. Männer sind was Ekelhaftes. Ach so? Das heißt, wenn man keinen hat, ist man schon sehr allein. Ich zum Beispiel. Ich bin eine sehr einsame Frau. Oh, das tut mir aber leid. Mir auch. Ich tue mir auch sehr leid. Prost. Prost. Da ist ja fast nichts mehr drin. Das ist nichts mehr. Ach, es ist schon traurig, wenn man älter wird und niemanden hat, der einen mag. Die Ärzte mögen mich schon, weil ich Privatpatientin bin. Und Sie? Wie ist das mit Ihnen? Ja, wissen Sie, ich kenne fast keine Ärzte, weil ich unberufen nie krank bin. Ach, Sie Ärmste, worüber reden Sie dann mit anderen Menschen? Das heißt, ich wollte Sie was fragen. Ja. Ob Sie mich mögen? Aber selbstverständlich, ungeheuer, nur ich kenne Sie natürlich kaum, ne? Ja, das ist wahr. Da muss ich Ihnen was aus meinem Leben erzählen. Bitte, ist jederzeit, aber nur heute bin ich wirklich... Ich war ein 7-Monats-Kind. Schon mit 3 Monaten habe ich Bronchitis gekriegt. Interessieren Sie die Krankheiten aus meiner Volksschulzeit? Könnte man die vielleicht überspringen? Na, Sie haben recht. Gehen wir zur Gegenwart über. Bitte, ja. Eine Attacke jagt die andere. Es ist ja nicht nur so, dass sich mein Körper gegen mich verschworen hat. Es sind auch die Umstände. Ja. Gestern zum Beispiel habe ich im Supermarkt einen Käse gekauft. Ohne Dienst, sehr teuer. Wie ich zu Hause aus der Schachtel pack, war er verschimmelt. Nur weil ich allein bin, können Sie sowas mit mir machen. Und gestern? In der U-Bahn? Soll ich Ihnen erzählen, was in der U-Bahn passiert ist? Es hat geläutet. Also, ich steig am Karlsplatz ein. Nein, es war die Taubstummengasse. Die Taubstummengasse, aber ich muss an die Tür, weil da kommt ein Kontrolleur und geht durch den Wagen. Nur das allein ist eine Zumutung, nicht wahr? Und dann kommt der her. Braucht man Nerven wie schmale Waldwege. Yeah. Also das ist schön. Dankeschön. Nein, Frau Sokol, drehen Sie ihn einmal rundherum, damit ich diese Pracht von allen Seiten ein exquisit. Mein Kompliment, Frau Sokol. Dankeschön. Das tut meinem Magen gut, wirklich. Wieso? Ihr Magen? Sonst wollen Sie mich fressen, oder nein, was? Nein, obwohl man sagt ja, man hat jemanden zum Fressen gern, ja, aber... Ja. Solche animalischen Instinkte können bei mir heute kaum durchbrechen. Ich habe Magenfaser. Oje, das tut mir aber leid. Und leid tut mir auch, dass der Herr Sektionschef nicht da ist. Ah, ja? Vielleicht, dass ich was ausrichten soll, weil er kommt eigentlich erst spät. Ja. Und ich bin dann schon längst in der Oper, aber ich könnte ihm was aufschreiben. Nein, also ausrichten, das wüsste ich eigentlich nicht. Bin eigentlich nur zu Ihnen gekommen, um eine menschliche Ansprache zu haben. Wissen Sie, wenn man so am Morgen wie heute, wenn man so allein ist wie ich, da ist man ja dankbar für jedes mitfühlende Wort. Ne? Ja. Aber so ist, ich bin ein harter Bursch, war 2 Jahre in der Fremdenlegion, werde das auch so durchstehen. Hm?
dann gehe ich halt wieder jetzt. Nein, das ist auch schon wurscht. Wissen Sie was? Bleiben Sie ein bisschen da und ich mache Ihnen einen Kamillentee, ja? Nein, kann ich nicht annehmen. Nein, Sie können doch nicht in dieser Prachtrobe jetzt da in der Küche arbeiten. Hm? Und der Kamillentee ist keine schmutzige Arbeit. Kommen Sie. Ja, wissen Sie was, wenn Sie eine Ansprache wollen, gehen Sie ins Wohnzimmer. Da sitzt eine alte Schulkollegin von der Knifflat, die ist mir da ins Haus geschneit. Ja. Die redet mehr, als wir zwei aushalten können. Ja. Also wenn Sie noch trauen. Was heißt trauen? Ich bin ja kein Feigling. Nein. Ja, Morgenweh habe ich heute. Halt, ne? Ein bisschen sensibel bin ich. Sehr allein. Das sagt die Frau Hansi auch. Ah ja? Ja. Vielleicht eine Gefühlsübereinstimmung? Hm? Ja. Ja, vielleicht sollte ich die Dame ein bisschen trösten und sie könnte mich trösten. Ja, hm? Obwohl sie eigentlich nicht der Typ ist, mit dem sie immer... Pardon, das geht mich ja nichts an. Also was heißt der Typ, mit wem ich immer... Ich meine, für geistige Beziehungen war ich doch immer zu haben. Ne? Ja. Besonders dann, wenn ich Morgenweh habe. Ja. Ja, wenn Sie gestatten, dann bitte vielleicht. Sehr. Ja, bitte geht's sehr. Hinein. Ja. Dankeschön. Also. Die kommen halt alle mit Gefühlen daher. Sind wir ein Treffpunkt der einsamen Herzen oder was? Dr. Jäger, sagt sie. Sind Sie Arzt? Nein, leider nicht. Das macht auch nichts. Trinken Sie was mit mir? Trinken? Nein, ich hab's halt ja mit dem Magen, darf ich... ich bin auch nicht in Stimmung. Ja. Nach dem, was mir gestern in der U-Bahn passiert ist... Ja. Fahren Sie auch U-Bahn? Ja, meistens. Also, ich steig am Karlsplatz ein. Ja? Nein, es war die Taubstummengasse. Mhm. Da kommt ein Kontrolleur und stellt sich vor mich hin. Ich sage, was wollen Sie von mir? Wissen Sie, was er geantwortet hat? Ein Vorschein. Sie sind ein sehr gescheiter Mensch. Ja. Das tut man Ihnen gar nicht... Ja, ich habe natürlich keinen gehabt. Als alleinstehende Frau kann man nicht an alles denken. Sind Sie verheiratet? Nein, bin Junggeselle. Aha. Ja. Aber sonst ist alles... In Ordnung mit Ihnen. Ja, sonst, nur heute, da habe ich so Magenweh, mit Magen was zu tun. Ja, das liegt am Klima. Ja. Und wissen Sie, was der Kontrolleur dann von mir verlangt hat? Ich kann mir's denken. Nicht, was Sie denken. 300 Schilling hat er verlangt. Für Schwarzfahren. Aber jetzt erzählen Sie, warum Sie nicht geheiratet haben. Na, lassen Sie nur. Ich werde raten. Du? Du, es ist aber niemand da. Niemand da? Nein. Ich bin auch deppert. Du, diese Selbsterkenntnis passt da eigentlich recht gut. Sagen Sie, gehen Sie auf ein verspätetes Gschnas, oder was? Eher oder was? Du, ich hab jetzt keine Zeit mehr, Kamillentee wird mir geholt. Ich habe ein Problem. Das hat heutzutage jeder. Nein, meins ist aber ein ganz besonderes. Na, was denn? Ich fühle mich irgendwie, heute zum Beispiel ganz besonders, irgendwie einsam. Was, jetzt lebst du zu zweit und fühlst dich einsam? Eben drum. Na geil, wieso gibt's denn das? Was hast du denn? Na, ich werde jetzt in die Küche gehen. Ja, weil die trag den Tee hinein und komm und sag sie. Sag einmal, du, was sind denn das für weiche Manieren, die Hosen auf den Tisch haben? Machst du das zu Hause auch? Nein, obwohl vielleicht sollte ich's. Aber das wird bei der Inga auch nichts nützen. Wieso? Sie hat einen Riss. Was? Die Inga hat einen. Ja, wieso ist denn das passiert? Nicht die Inga. Nicht? Die Inga hat keinen Riss. Obwohl unsere Beziehung schon ein bisschen. Aber momentan hat mehr meine Jeans eine offene Naht. Da. Aha. Du glaubst, wenn du das spazieren drückst, die wird sich von selber schließen, ja? Nein, aber Sie haben doch vorige Woche dem Papa auch was genäht. Da habe ich mir gedacht, dass Sie vielleicht mir auch etwas nähen könnten. Ach, so ist das. Und mir kommst mit dem Schmäh von deiner Einsamkeit. Damit willst du mich fangen. Hm? Das ist kein Schmäh. Nein? Ich bin wirklich ein sehr, sehr einsamer Mensch geworden. Ach
Gott. Die Inga lernt und lernt und sperrt ihr Zimmer ab. Sie redet nichts, tut nichts, näht mir nichts, kocht nichts. Ist wirklich traurig mit ihr. Mahlzeit. Du vielleicht solltest auch lernen, das tät da gar nicht schaden. Hm. Glaubst du nicht? Ich bin ja zum Einsiedler geboren. Hm. Ich brauche eine Ansprache, auch beim Lernen. Mhm. Aber die Inga nicht. Mhm. Und der Mama kann ich auch nicht kommen. Weil dann triumphiert sie so mit, ich hab dir's ja gleich gesagt, mein liebes Kind. Mhm. Aber Sie, Frau Sokol, Sie waren immer so verständnisvoll. Weißt du was? Wenn du reden willst, red, aber ich bitte, ich red schnell, weil ich hab ja noch was zu tun heute. Mhm. Und während ich red, machen Sie mir die Gin. Aber nix, nein, wieso denn? Glaubst du, wenn ich deinem Vater vorige Woche zwei Knöpfe angenäht hab? Das ist aber ein Präzedenzfall. Präzedenzfall? Das war ein Notfall. Und außerdem, ich hab Wimpernpickzig gesehen, die sich einen Trick. Und deine Faulheit unterstütze ich auch nicht. Da ist das Netzwerk, du nahst das schön selber, gell? Gleit hat's auch. Du frisst mir nicht bitte schon die zweite Knackwurst weg. Es könnte sein, dein Opa will am Abend eine mit Essig und Öl, gell? Ach so. Dann geht's zu, der Herr Wiener im öffentlichen Haus. Grüß Gott, so schnell lassen Sie uns herein. Wir sind verwundet. Komm. Aber ich bitte, wegen der Kleinigkeit. Das ist ja nicht der Rede wert. Nein, nicht der Rede wert. Herr Doktor, Sie sind ein tapferer Mann. Aber vor der gütigen Frau Sokol und mir, da brauchen Sie ja nicht den Helden spielen. Nein, wirklich nicht. Obwohl, ich bin gerade im Weggehen, wie Sie sehen. Warum soll ich das sehen? Also, Herr Guido, glauben Sie, ich bin alles so angezogen zum Zahnrahmen? Naja, mein Gott, ich, bei der Hausarbeit trage ich auch immer meine alten Sachen auf. Sie sind wirklich ein Charmepinkel. Ja, ich hab. Nein, Sie sehen ja, jetzt sehe ich Sie ja erst. Sie sind ja eine Beauty, lassen Sie sich von rückwärts anschauen. Na, reizend, was wollten Sie sagen? Nein, ja, ihr wisst es, weil ich doch am Abend fortgehe und damit es geht Sie nicht mehr aus, dass Sie zu Hause verunsinn, habe ich mir das Kleid mitgebracht. Wirklich entzückendes Kleid haben Sie da. Entschuldigen Sie, dass wir Sie da so überfallen haben. Der Herr Guder hat mich einfach gepackt und mitgeschleppt. Tut's noch weh, nicht zu viel befehlen. Das war doch erste Menschenpflicht, nicht wahr? Wenn man im Stiegenhaus einen Verletzten trifft, da muss man ihn doch gleich einer ersten Hilfe zuführen. Ja, das ist doch selbstverständlich. Frau Sokol, haben wir Verbandszeug im Haus? Desinfizierte Mittel, Blödsinn, desinfizierende Mittel, Mullbinden. Ja, natürlich haben wir das, aber ich meine, der Herr Doktor wird das doch in seiner Ordination alles viel besser haben. Aber schauen Sie, die kann er ja nicht betreten, das ist ja der Grund für seine Verletzung. Aber warum? Er ist beschossen worden. Oh, von einer dankbaren Patientin. Nein, nein, das nicht, aber wissen Sie, eigentlich möchte ich darüber nicht reden, das ist mir peinlich. Ja, ist sie. Berühren Sie doch was nicht. Es war seine Frau. Aber die Worte sind jetzt genug gewechselt. Lassen Sie uns Verbände sehen. Ja. Da habe ich dem Franz was mitgebracht, meinem armen, strohverwitweten Bruder, was zum Essen. Sieh, der ist gar nicht arm, der Herr Bruder, weil ich habe erst vor 2 Wochen ganz viel gekocht und eingefroren. Sie haben alles eingefroren? Ja, bitteschön. Ich möchte ja nichts gesagt haben, aber Ihre Cousine und meine Cousine, ich meine, meine Nouvelle Cousine, mir verschlagt sie Worte, wie sie ausschaut, blende. Die, zwischen diesen Küchen ist doch ein kleiner Unterschied, wenn ich das sagen darf. Entschuldigen. Bitte. Danke. Fesch. Dankeschön. Seit wann hat denn der eine Cousine? Aber... Das ist ja frisch. Also kommen Sie heute ins Bad, Herr Doktor, ich bitte Ihnen was aufs Hirn. Ja. Bitte schön, komm. Danke. So, was hast denn du da alles mitgebracht? Ein Zuhauf, alles für den Franz. Köstlichkeiten, wahre Köstlichkeiten. So, das wird jetzt eingeschoben, du wirst spitzen. Was das alles ist. Einen Moment, lass es verstauen. Wer schaut um die wundervollen Sachen? So, und jetzt kommt die Pièce de Résistance, Bœuf Bourguignon. Man kann auch sagen, Bœuf à la Bourguignon. Bourguignon muss man dann sagen, genau. Also da wird der Franz schwelgen, sag ich da. Ich hätte mit dir zusammenziehen sollen, Onkel Guido. Hm? Da wäre ich wenigstens nicht so hungrig wie bei der Inga. Bei der gehörst du so ein entzückendes Geschäft, da kann man doch nicht hungrig sein. Die ist ja direkt, das gebe ich da weg, schmeiß es dann weg. Ja, danke vielmals. Dann schmeiß mal dahin, die ist so voll jetzt schon ab. Die ist ja direkt zum Anbeißen. Kann ich einen Kaffee haben? Du, ja, das ist mir ist halt so kaffeeig zumut. Hätte Lust. Mit dem Anbeißen ist nichts. Das haben wir uns von Haus aus so ausgemacht. Warum dieses? Naja, einfach,
Wir haben uns ausgemacht, dass ein jeder für sich selber sorgt. Ein jeder für sich selber sorgt, ja. Meine Herren, wann ich mir. Ihr wisst eben nichts, sei mir nicht böse, wenn ich das sage. Das gibt man herunter. Ja, danke vielmals, das ist sehr liebenswürdig. Ihr wisst eben nicht, wie man mit einer Frau umgeht. Jetzt zünde ich mir noch mal Zigarren an und dann nehme ich einen Kaffee. Was, bitte? Darf ich auch eine haben? Höre ich recht? Du willst eine Zigarren? Bitte. Ist das dein Ernst? Ja, mein ganzer. Bitte, da haben wir noch eine. Na, schäl sie aus, dass du eine Zigarren raus, das ist die größte Neuigkeit. Ja. Bitte hier. Danke. Bitte. Und hier hast du Feuer. Mein Junge, du rauchst Zigarren, die Welt steht auf Kant, weil mehr lang, 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 lang. So, bitte, einen Moment. Hm? Bitte schön. Ziehen muss man, ziehen, ja. So, ja. So noch. Oje, oje. Hat's dich erwischt. Mann, das ist ja grauslich. Gib's wieder her. Ich wollte nur probieren, aber ja, ich hab nicht gewusst. Ich bin glücklich darüber, dass du sie nicht raust. Das hört er nicht. Schau, bei mir macht es ja nichts. Was kann mir schon noch groß passieren? Ich rauche halt. Aber dass du nicht rauchst, da bin ich wirklich glücklich darüber. Steht doch auf jeder Packung. Achte auf deine Gesundheit. Ich achte auch auf meine Gesundheit. Also, rauchst nimmer. Nein. Versprochen? Nein, schmeckt nicht. Nein, das ist ein Graus. Naja, wie man mit einer Frau umgeht bei dem Thema, wo, mein Gott, ich zu meiner Zeit. Was? Es ist aber nicht mehr zu deiner Zeit. Nein. Heute spielt sich sowas auf rein geistiger Ebene ab. Geistig? Traurig. Die heutige Jugend geistig. Traurig, ja. Ich bin auch traurig. Du weißt ja nicht, wie man einsam kann sein, zu zweit. Ich weiß, wie man allein einsam sein kann. Du hast doch eh das Gerät dann. Und wenn du so gut mit Frauen umgehen kannst, na, dann muss doch eh alles so laufen, wie du willst. Theoretisch ja, aber in der Praxis, da hapert es ein bisschen. Weißt du, noch heiß, aber gut. Weißt du, das Gretel hat leider einen ausgesprochenen Mutterinstinkt. Wenn den die Inga wenigstens hätte, dann würde sie mich nicht mit einer zerrissenen Jeans herumhausieren gehen lassen. Was ist denn das? Aber weißt du, dem Gretel, ihr Mutterinstinkt, konzentriert sich nicht auf mich allein. Jedes hergelaufene Hundel adoptiert sie. Jetzt hat's schon wieder an. Lieb, was für eine Rasse ist es denn? Ein Hals-Nasen-Ohren-Doktor aus Bregenz. Der ist neu an der Klinik. Und weil er niemanden kennt, tut er dem Gretel leid. Sie zeigt ihm Wien, kocht ihm Spezialitäten. Und ich darf dabei zuschauen. Kann man direkt. Ehrlich gesagt, ich komme verlassen vor. Verstehst du das? Oh ja, Onkel Güter. Voll und ganz. Dann ist. Ah, oh, oh, oh. Nein. Sind Sie nicht gar so hakelig, das musst du ein bisschen ausbrennen. Na ja. Aber so seid ihr Ärzte natürlich. Bei den anderen brutal, aber selber furchtbar. Aber ich bitte, ich bin ja Seelenarzt. Ich bin ja Psychiater, nicht? Das hat auch nichts damit zu tun. Jetzt warten Sie einmal. Das werden wir gleich haben. Elektroschocks gibt es ja keine. Brennt habe ich schon. So. Nehmen Sie ihn noch zusammen. Ah, so. Danke. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich kann Ihnen schwören, Sie werden es überleben. Danke vielmals. Danke. Sitzt schön. Das angenehm? Ja, danke sehr. Danke vielmals. Nein, Gott sei Dank kann meine Frau nicht richtig zählen. 5 Teller hat sie nach mir geworfen, aber nur einer hat mich getroffen. Das geht mir nichts an, aber ist das so bei Ihnen üblich, mit dem Geschirr um und um haben? Nein, üblich ist es nicht, aber es kommt halt häufig vor. Wissen Sie, meine Frau ist nämlich ein bisschen, man kann schon sagen, extrem eifersüchtig. Naja, was man so vom Haustratsch hört, hat sicher allerdings auch viel Ursache dazu, ne? Ja, aber gerade deswegen hat sie mich ja geheiratet. Aber jetzt kommen Sie, kippen wir noch in die Wanne. Nein. Kommen Sie weiter. So, danke. Bitte, ich bin hier zu Hause. Danke vielmals, danke. Bitte nehmen Sie da Platz. Danke. Müssen Sie mir erklären, was heißt das? Sie hat sich gerade deswegen geheiratet. Wieso? Nein, nicht damit sie eifersüchtig werden, weil sie gedacht hat, sie hat vielleicht einen Grund, nicht eifersüchtig zu werden. Verstehen Sie mich? Nein. Also, schauen Sie. Ich war immer schon so, wie ich eben bin. Und meine Frau hat mich geheiratet, sozusagen wie eine Trophäe, die sie gewonnen hat. Ich verstehe, das ist so wie bei der Schießbude, ja? Na ja, so ähnlich, ja. Also, es hat ihr imponiert, dass ich bei den Frauen einen gewissen Anklang gefunden habe und dass sie mich trotzdem sozusagen heimgeführt hat.
Ja, ja, jetzt kann ich mir das vorstellen. Wissen Sie, ich habe auch einmal im Prater geschossen, also mit so Fetzenlabern. Da habe ich eine Uhr gewonnen. Ich war sehr stolz, aber sie ist nur einen Tag gegangen. Hm. Naja, bei diesen Trophäen kann man manchmal wirklich einen Ramsch erwischen. Ja, Sie sind sehr direkt, Frau Sokol. Das schmerzt. Also gönn's, der kleine Grazer, ich bitte, Herr Doktor. Nein, nicht der Grazer da oben. Innen tut's weh, im Herzen, in der Seele. Wissen Sie, ich bin ein sehr einsamer Mensch. Ah, das ist Ihre Masche, mit der Sie arbeiten. Sie, die ist alt, aber recht gut. Ich glaube, die zirkt immer, was? Bei mir nicht. Der Herr Nowak hat mir erzählt, dass Sie jeden Monat eine neue haben und immer sehr fesche. Ja, aber warum denn? Ja, das fragen Sie mich. Das soll ich Ihnen sagen, aus einer innerlichen Verlassenheit. Ich bin ständig auf der Suche nach einem Menschen, der mich versteht. Mhm. Aber das sind alles keine Bindungen gewesen. Ja, aber Verbindungen, und das sind doch auch recht unterhaltsam, ne? Naja, oberflächlich vielleicht, aber tief geht das nicht. Schauen Sie, ich sitze da und rede und merke, dass man mir überhaupt nicht zuhört. Aber? Wie die innere Wärme, die menschliche Wärme, die finde ich nicht. Ja, wie ich mich auch anstrenge. Mir kommen die Tränen. Ach, ja. Genau, was ich immer sage. Was zu wenig ist, ist einfach zu wenig. Wissen Sie, dass ich mich manchmal zu einem Arzt ins Wartezimmer setze, denn dort kommen einem die Leute nicht aus. Und dann rede ich mir alles von der Seele. Ist der Magenweh schon besser? Ja, der Kamillentee. Kamillentee war ja komplett verkehrt. Ich wollte ja nichts sagen, weil ich mich prinzipiell nicht einmische. Aber so ein Magenleiden, wie Sie es haben, so ein nervöses... Ja, ich weiß nicht, ob es nervös ist. Kommen Sie einmal. Was? Wohin? Sie sich da. Nein, bitte, wieso? Na, kommen Sie. Wohin? So. Da, hä? Wissen Sie, was ich da mache? Ja, was soll ich? Ich atme es einfach weg. Ja? Sehen Sie so. Nur also, es atmen Sie mir nach. Was? Bitte. Ein und aus. Und ein und aus. Und noch einmal. Um Gottes Willen! Herr Doktor, was ist denn dem Doktor Jäger eratmet? Darf ich behilflich sein? Ich bin nämlich Psychiater. Darf ich helfen vielleicht? Psychiater mag ich nicht. Oh. Ich bin einmal bei einem gewesen, der war sehr frech zu mir. Der hat gesagt, ich bin ein Hypochonder. Na, und das sind Sie nicht. Natürlich nicht. Bei all den Krankheiten, die ich habe, kann ich doch kein Hypochonder sein. Also, ein und aus. Ein und aus. Und wieso können Sie kein Hypochonder sein? Ich meine, ich möchte es nur wissen, weil der Herr Doktor ist nämlich auch ein Arzt und wenn er auch ein bisschen verletzt ist, aber das macht ja weiter. Ein und aus. Also, dann ich gehe. Ja, ist schon gut. Ja. Ist schon gut. Kann man ihm vielleicht helfen? Nein. Frau Gemahlin wieder mit dem Hausrat geschmissen. Mit dem Hausrat? Also, der hier haben ja wirklich die Wände Ohren. Bitte schön. Gnädigste, entschuldigen, kenne ich die Dame noch nicht. Darf ich mich vorstellen? Entschuldigen, wenn ich rauche. Mein Name ist Lafitte, Guido Lafitte. Ja. Aber küssen Sie mir nicht die Hand, ja? Warum? Da werden zu viele Bazillen übertragen. Ah, das ist eh über Bazillen. Ja, mein Gott, wenn man überlegt, was ich so im Laufe meines Lebens an Bazillen zu mir genommen habe. Aber ich bin sowieso ziemlich vorsichtig, gnädig. Ich habe immer ganz Odcolon-Flasche bei mir, wische mich ab und bin desinfiziert. Naja, ich weiß nicht, ob das desinfiziert. Naja, wenn Sie es... Was ist das? Ah, wenn Sie es nicht wissen, bitteschön, Herr Dr. Bayer, ist ein Fall, den Sie gerade behandeln. Nein. Ah, das habe ich mir schon immer gedacht, dass der Dr. Jäger einmal auf der Couch eines Psychiaters landen wird. Der Dr. Jäger ist mein Fall. Ein und was? Auch. Ihr Fall? Ja. Komm uns, bitte. Ja, Sie armer Bub. Was machen denn die da mit einer Nadel? Das frage ich mich auch. Die Frau Sokol will mir nicht helfen. Ist eine herzlose Person, das weiß ich. Und was ist mit ihrer Mutter? Ach, bist du vielleicht der Enkel von unserer armen Hilla? Genau der bin ich und meine Mutter näht auch nicht gern. Also muss ich das in die Hand nehmen. Man hat ja ein Herz, wenn auch ein schwaches, aber es schlägt. Gott sei Dank.
Jetzt hat sie das Objekt ihrer Begierde gewechselt. Na, bravo, bravo. Herr Jäger, das war Rettung in der letzten Minute sozusagen. Die Dame hat sie ja schon sozusagen auf der Matte gehabt. Na, was? 7, 8, 9, aus. Ja, wenn wir gerade vom Boxen reden. Ja. Wie geht's? Entschuldigung, darf ich schauen? Ja, bitte. Wie geht's Ihrer werten Verletzung? Oh, danke der Nachfrage. Ja. Mein Kopf ist aber ein unempfindlichster Teil. Ja. Meinen Stolz hat es ja weit eher getroffen. Oh, je, das ja, also ist wenn man nicht mehr in der Lage ist, also so einer Tasse auszuweichen, dann merkt man erst, dass man alt wird, was? Nein, mit dem Alter hat das nichts zu tun. Nein. Ich bin auch früher nie ausgewichen. Wissen Sie, Feigheit, das liegt mir nicht. Ich bin immer dagestanden wie ein Baum. Ja, fest verwurzelt wie eine 100-jährige Eiche. Knorriger Baum, ich sag's. Dazu braucht man gesunde Wurzeln. Ne? Das habe ich. Ein ganz gesundes, kräftiges Selbstbewusstsein. Naja, zumindest meistens. Meistens habe ich das auch gehabt, was Sie da erwähnen, das Selbstbewusstsein. Aber jetzt ist ein wenig, angeschlagen sozusagen, aber lassen wir das. Nein, lassen wir es nicht. Erzählen Sie mir. Wissen Sie, man soll sich seine Kümmernisse immer von der Seele reden. Denn wenn man drauf liegen bleibt, dann wird sie krank, die Seele. Psychosomatisch. Ja, psychosomatisch. Und zweitens sind Sie bei mir gerade an der richtigen Stelle. Also nehmen Sie das als eine kostenlose Konsultation. Ich zahle schon eine Kleinigkeit. Wenn ich störe, da kann ich ja vielleicht ungern auf Sofa atmen. Sie stören doch durchaus nicht, dass ein lauter Lappalien. Das heißt Lappalien. Die Sache ist die, meine Frau. Also bitte, bitte. Und erzählen Sie mir nichts von Frauen. Naja, warum nicht? Sie haben mich doch dazu aufgefordert. Nein, nehmen Sie zum Beispiel meine Frau. Nein, die nehme ich lieber nicht. Nein. Also meine Frau ist ein typischer Fall, Frau. Wissen Sie? Also nehmen wir zum Beispiel meinen Fall als Beispiel. Ja, ich habe geglaubt, Sie wollen meinen Fall anhören. Später. Ich will Ihnen ja nur helfen. Vielleicht ist meine Erzählung hilfreich für Ihr Frauenproblem, Herr Guidon. Ja, für Ihres auch. Für meins? Mein Leiden an den Frauen beschränkt sich im Augenblick nur an der Abwesenheit meiner Bedienerin. Das war das Stichwort. Wissen Sie, was meine Frau heute zu mir gesagt hat? Nein. Für was sie sich hält? Nein. Na, raten Sie einmal. Ich habe keine Ahnung, für was ich. Raten Sie einmal, bitte. Rat mir nicht. Er wird es uns gleich erzählen. Sie hat gesagt, ich bin ja nur mehr deine Bedienerin. Und das bin ich nicht. Aber das ist ja eine Persönlichkeitsspaltung oder sowas, ne? Sehr genau bemerkt, Herr Kollege. Ja. Und ich darauf das Einzige, was Frauen in so einem Fall immer wieder besänftigt. Ja. Wissen Sie, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, aber Schatzilein. Schatzilein. Schatzilein gesagt? Der Wicht hat sie am Dorf. Ja, und das hat genügt. Nein, im Gegenteil, damit hat das Bombardement angefangen. Ja. Sie haben gesagt, aber Schatzilein. Ja. Ja, ich, was mich betrifft, ich weiß nicht, ob es interessiert, ich bin mit Schatzilein immer schlecht durchgekommen. Das ist der Standpunkt eines und die Meinung eines Laien. Warum? Aber vom psychiatrischen Standpunkt aus wirkt so ein Begriff immer kalmierend. Beruhigend, meine ich. Ja, beruhigend. Was sehe ich denn da? Ja, Dr. Jäger, wie haben wir's denn? Jetzt kommt sie wieder. Ja. Was soll denn aus Ihrem Magenschleim heute werden, wenn Sie nicht mehr atmen? Wie soll sich Ihre Bronchitis in Luft auflösen, wenn Sie keine ausstoßen? Jetzt wird eine Gelegenheit. Sagen Sie, der Wissenschaft zu lieben. Aber Schatzelein. Was? Ja. Was ist das? Nichts, gar nichts. Doch, Schatzelein hat er gesagt. Schatzelein gesagt. Ja, Dr. Jäger. Ja, was ist? Sie lieber goldiger Mensch. Sie herziges Zwerg. Aber Gott. Ach, bitte, sagen Sie das noch einmal, damit ich weiß, dass ich mich nicht überhört habe. Nein. Och, Schatzelein hat er gesagt. Ja. Mein Gott. Ja. So, Gott sei Dank, ich hab die Schlüssel mit. Wissen Sie, da herinnen werden wir endlich etwas Ruhe finden. Die Wohnung ist leer, mein Vater kommt ja nicht vor 10 Uhr nach Hause von seinem Vortrag. Ja, das ist wunderbar da drin. Dann werden wir mal Ruhe finden. Wir werden uns hinsetzen, 5 Minuten ganz ruhig und nur die Stille genießen und nichts reden. Fabelhaft, richtig genauso, mein lieber Doktor, machen wir das. Ach du lieber Himmel, was ist denn jetzt passiert? Das Käferl ist gerissen und die ganzen Schlüssel sind draußen. So, welcher war jetzt der richtige? Oh Gott,
Ich muss Ihnen sagen, mir brummt der Schädel von dem Geschrei von der Elfi und der Niki. Total erledigt, wenn ich Ihnen von diesem Rückfall in die Urweiblichkeit. Rückfall in die Urweiblichkeit? Ein Hexensabbat war das da unten, muss ich Ihnen sagen. Ein Hexensabbat. Aber es sind schon zwei sehr liebe Hexen. Zwei liebe sehr Hexen? Liebe, naja, bezaubernde Hexen. Gut, bezaubernd oder nicht, aber ich sage Ihnen, mein lieber Doktor, nein, das geht über meine Nervenkraft. Ja. So. Wie die Kinder haben die sich benommen. Ja, das wie die Kinder. Ja, wie Fetzen. Wie schwer erziehbare Kinder, ja, muss ich Ihnen sagen. Machen Sie die Tür zu. Gerne, ja. Und nehmen Sie Platz irgendwo. Ruhen Sie sich aus. Schwer erziehbare Kinder, die haben ihm überhaupt nicht zugehört, wenn man etwas zu ihnen gesagt hat. Na, und die Niki, dass die diese ganzen Fetzen hier heraufgebracht hat, die haben eine Modenschau veranstaltet, die zwei. Dieses Wühlen in den Kleidern, dieses Gejaule, wenn eine von den beiden endlich einen passenden Fetzen gefunden hat. Nein, das geht über meine Kraft. Aber es war halt, sie hat es wirklich gut gemeint, weil ja. Ihre Freundin lässt die Boutique auf und hat sie gedacht, nimmt sie ein paar Fetzen auch zum Mutter mit, weil na, so billig kommt sie ja wirklich sonst nicht zu einem Frühjahrsgarderobe. Ja, immer was von billig. Lieber Doktor, von billig kann doch wirklich nicht die Rede sein, wenn man unsere Nervenschädigungen einkalkuliert, nicht? Das ist nicht billig, aber immerhin. Wir haben uns mit letzter Kraft hierher gerettet. Die Sokol ist auch schon weg. Die ist irgendwohin eingeladen worden. Herrschaft, noch mal. Jetzt habe ich die eine Winter verloren. Wo kommt denn das her? Ja, grüß Gott, Herr Ernst. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag, Herr Sokol. Sie sind noch nicht weg? Nein, ich bin noch da. Das heißt, im Grunde nur halber, wissen Sie, ich suche die Wimper, die andere. Aber was tue ich da? Aber man sieht eh wirklich nichts damit. Das ist direkt angenehm. Ich verstehe nicht, warum Frauen glauben, dass sie viel schöner sind, wenn sie sich so ein künstliches Klumpert aufbocken, ne? Ja, aber Sie sowieso nicht, Frau Sokol. Ich meine, Frauen wie Sie brauchen nichts Künstliches. Damit meine ich Juwelen reinsten Wassers. Also die wirken durch sich selbst. Also wie Sie das gesagt haben, war wirklich sehr. Ich glaube, Sie sind der richtige Mann für unsere Niki. Das was das auch sonst so dahergeschleppt hat. Das war aber Frau Sokol. Entschuldigung, wollte ich ja gar nicht sagen, weil über das Thema kann ich ja im Grunde gar nicht weiterreden. Ich stehe noch bis Mitternacht da. Und das geht ja gar nicht. Ich habe ja Hemmungen. Hemmungen, davon merkt man aber wenig bei Ihnen, muss ich Ihnen ich sagen. Ich weiß, die richtigen Worte nicht zu finden. Ja, das ist richtig, die scheinen Sie nicht zu finden. Nein, denn sagen Sie mir, was ich sagen soll, ja, damit die ganze Gesellschaft begreift, dass Sperrstunde ist. Ich muss da, wenn ich fortgehe, muss ich da die Tür absperren. Ich kann die halt nicht da lassen. Stellen Sie sich vor, der Herr Sektionschef, der kommt auf die Nacht raus und findet lauter Marode und Traurige da drin, den Rest ist doch vom Stock. Oder? Was da drin sind, lauter Marode und Traurige? Ja, na bis auf den Herrn Guido vielleicht, obwohl man der auch einen sehr lätscherten Eindruck halt gemacht hat. Verstehe Sie richtig, der Guido hat sich in die Wohnung meines Vaters Leute eingeladen, das ist aber merkwürdig. Nein, das ist ja so, die sind einzeln alle gekommen, teils traurig, teils morgenkrank, teils mit zerrissenen Hosen. Ja, entschuldigen Sie, das klingt ja, als wäre da eine Rotkreuzstation eingerichtet worden. Und seelisch, was die seelisch alle für ein Botschen haben, es ist nicht auszuhalten. Jetzt sagen Sie mir, wie ich diesen Leuten sagen soll, sie sind heimgehen, wie es aussehen. Das brauche ich ja nicht mehr. Genau, Sie sind ja das, ja, mein Schlüssel. Sie werden das Ganze wie nichts übernehmen. Ja, warten Sie, ich helfe Ihnen in den Mantel, Frau Sokol. Die Wimpern heulen, das da schon, vielleicht brauchst du noch mal, ja, was. Man's. Danke Ihnen schön. Bitte. Wissen Sie, ich möchte gern mit dem Herrn Herbert vor der Oper, dass wir noch was essen. Ja. Und Sie werden den Leuten beibringen, dass sie heimgehen oder was sie halt wollen. Ja. Und Sie machen das schon. Na, sicherlich mache ich das. Seien Sie nett zu denen, die, ja, sind ja alle sehr traurig, seien Sie nicht barsch sein. Aber Frau Sokol, haben Sie mich je barsch gesehen? Nee, dann ist eh gut, wissen, die brauchen Sie einen guten Zuspruch, diese, ja, Trauergemeinde. Ja, ja. Also dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Sokol. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Ich wünsche Ihnen dasselbe, einen schönen Abend. Herzliche Grüße an den, wenn ich nicht irre, Herrn Herbert. Ja, 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 ja. Ich werde es ihm sagen. Der Magic Herbert. Bitte, ja, hör wieder. Ist er in Elektrosachen unterwegs? Nein, noch fleißig? Nein, wir hören der, ja, Oper zu. Wiederschauen. Wiederschauen, Frau Sommer. Das war der Donau, Herbert, gell? Ja, der. Genau, der, ja. Na, sagen Sie mal, was ist uns denn da eingefallen, dass wir hier heraufgekommen sind? Das war doch wirklich eine blödsinnige Idee von uns. Ein paar nette Worte werden wir doch noch auf Lager haben, oder? Die haben Sie? Na, also mein Repertoire diesbezüglich ist heute schon ziemlich erschöpft, kann ich Ihnen sagen, lieber Doktor. Schauen wir uns die Zerfetzten und Verwundeten halt einmal an.
Nein, lieber doch nicht. Ich heute das nicht ab. Also reumütige Rückkehr nach unten zum Fetzenmarkt? Sie haben recht, da unten ist es ja. Gehen wir hinein. Beruhige mal, die nicht zu nahe kalmieren. Ja, aber natürlich. Aber die ist doch. Ich hab davon nicht bemerkt. Aber die ist doch. Die ist eigentlich. Schauen Sie doch die Frau Hansi an. Sie wird ja, als ob sie eine Droge bekommen würde. Wie diese. Ist doch interessant, wie ein Mensch durch ein einziges Wort. Sie haben mir aber immer eine Hose weiter. Aromi! Guido! Ja, da bist du ja. Ja, das ist heute ein Grüner. Sehr freundlich. Und du bist der kleine Ernst, nicht wahr? Ja, kennst du mich nicht mehr? Nur deine Mutter hat sich mir gezeigt, dass du 3 Monate alt warst. Ist wahr. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ich bin die Tante Hans. Nein, also bitte, will ich das jetzt wirklich einmal aufklären? Ruhe, Sie leben Ruhe! Der Doktor spricht. Ich wollte der gnädigen Frau wirklich nicht zu nahe treten. Es war ja nur rein wissenschaftlich. Wissenschaftlich, das ist Wissenschaft. Das war ein sogenannter wissenschaftlicher Wettbewerb. Aber jetzt fragt es sich, wer hat gewonnen? Der Dr. Grüner ist da. Sind Sie Schiedsrichter, bitte? Ja, aber gerne, wenn ich wüsste, worum es geht. Also Sie kennen doch Freud. Sie wissen, was Freud bedeutet. Also Einsamkeit ist ein psychosomatisches Symptom. Ja. Allerdings nur bedingt. Ja. Aber dieses Problem ist zu heilen, wie wir heute bemerkt haben, an einem ganz genauen Beispiel. So spricht der Fachmann. Seit Tagen waren alle ungeduldig mit mir. Und jetzt auf einmal... Das Beispiel war nämlich das richtige Wort im richtigen Moment zu sagen. Aber Schatzilein. Ja, und das ist meine einzig echte Gina. Und außerdem, die Sockel hat doch dir auch etwas genäht. Mir hat sie nichts genäht. Ich finde, was sind da für Unterschiede? Das ist doch gemein. Ernsthaft, Moment, Ruhe, bitte. Darf ich was sagen? Ja, ich bin schon erwachsen. Erwachsen wollte ich sagen. Was sagst du dazu? Was ich dazu sage? Vor allem erlaube mir, dass ich mich erkundige, wer den Herrn Doktor so verletzt. Eine fliegende Untertasse im Stiegenhaus, ja, in seinem werten Blut ist. Natürlich war das mein Antrag. Das ist mir ja klar. Aber endlich seit Jahren ein zärtliches, mitfühlendes Wort. Nein, Dr. Grüner, ich darf was sagen. Ich wollte Sie wirklich nicht belästigen. Ich wollte doch die gnädige Frau nicht als Spielball. Aber das spielt doch hier gar keine Rolle mehr. Der Effekt ist das Entscheidende. Ja. Ja, der Effekt. Also wie gesagt, das haben wir geklärt. Und ja, du wolltest wissen, was ich dazu sage. Ja, ja. Was sag ich? Dr. Kröner, was sagen wir? Ja, was sagen wir? Ja, wir wollten eigentlich nur ein bisschen Frieden. Ja. Frieden wollen wir etwas. Frisch bei dir, diese Wohnung ist für mich zum Treffpunkt. Der ist ja nicht so wichtig, aber ich bin eigentlich nur wegen meinem Magenweh. Auch ein Symptom ihrer Einsamkeit. Schon die alten Chinesen haben gesagt, Traurigkeit legt sich auf die Leber. Ja, er hat es aber nicht auf der Leber, er hat es auf dem Magen. Leber und Magen. Lieber Tochter, jetzt schnappen wir uns das Schammerl und setzen wir uns da mal hin. Ich glaube, das ist, bitte keine Förmlichkeit, lieber Tochter, ich glaube, das ist der einzig stille Ort zwischen zweiten und dritten Stock im Augenblick. Ich bin vollkommen fertig. Wissen Sie, was wir sind? Wir sind vom Regen in die Traufe geraten, lieber Doktor. Wären wir doch unten geblieben bei der Modenschau. Übrigens, Modenschau, können Sie sich dieses verrückte Händel da, diese Tante Hansi vorstellen? Die wäre was da unten bei der Elfie und der Niki, genau. Mit den Fetzen. Die tät aufmischen. Das war ja ein Paradies da unten. War ein Paradies. Sagen Sie, was ist das überhaupt für eine Person, die glaubt, ich kann mich erinnern an eine Begegnung mit ihr, wo ich 3 Monate alt war. Das gibt's doch gar nicht. Sie haben sich auch gar nicht verändert. Die Arme, die haben irgendwie einsam gemacht. Einsam? Bei uns soll keiner einsam sein. Kommt mit. Wir holen Sie. Sie setzen sich bitte hier her. Wir wollen Sie bitte eine Probe, gratis und ausgezeichnet. Von einem Moment. Ja.
vergessen. Also, Entschuldigung. Also, aber das Fräulein ist sowas reizendes. Zucker, sage ich eigentlich. Zucker. Ich sage zu ihr, aber bitte, was kostet das? Sagt sie, es ist gratis. Nein. Das ist das beste Parfum. Das ist... Jetzt habe ich den Namen von dem Parfum vergessen. Das ist blöd, nicht?